Was war das bitte für ein Jahr? Die Börsen haben einfach verrückt gespielt und waren extrem volatil. Speziell der Nasdaq, den ich vorrangig handel. Intraday News Gaps und Schwankungen von bis zu 10% an einem einzigen Tag. Das war wirklich kein leichtes Marktumfeld für meine Trendfolgestrategien. Aber das Gute ist, dass ich nun weiß, dass die Strategien nicht nur in den schönen Trendjahren funktionieren, wie wir sie die Jahre zuvor hatten, sondern auch, wenn die Märkte verrückt spielen. Wir haben nun völlig neue Erfahrungswerte, welche wir nun in unsere Trading-Systeme integrieren konnten. Somit sind diese nun noch robuster und wir wissen, dass diese Strategien auch in Stresssituationen funktionieren. Die Automatisierung, die hat uns natürlich sehr geholfen. Sekundengenaue Ausführung wäre wohl manuell auch nur sehr schwer gewesen bei diesen explosiven Bewegungen. Wie geht's dieses Jahr weiter? Anfang 2022. Das erste Jahr Kaspari Trading ist abgeschlossen und ich bin sehr zufrieden. Ich habe genau vor einem Jahr mit diesem Projekt gestartet und ich stand vor großen Herausforderungen. Mein Ziel war es, eine Plattform zu kreieren, wo gleichgesinnte Trader im engen Austausch miteinander sind, wo wir gemeinsam wachsen und uns stets weiterentwickeln. Ich habe mein Wissen, zwei profitable Trading-Strategien samt Trading-Robots in den Topf geworfen, sowie die Plattform Kaspari Trading geschaffen. Aber den meisten Mehrwert haben die Teilnehmer mitgebracht. Wir haben inzwischen viele Top-Trader und Programmierer mit bei uns im Projekt, die sich mit einbringen. In unserer Mastermind haben wir dieses Jahr unglaublich viel weiterentwickelt und die Systeme robuster und auch vielseitiger gemacht. Neben vielen Performance- und Stabilitätsupdates wurde der Algorithmus unseres Robot 2 so weit verändert, dass die Anwendungsmöglichkeiten um ein Vielfaches gestiegen sind. Und das kann ich an dieser Stelle nur jedem raten. Eine Gemeinschaft bringt so viele Vorteile. Ich bin seit ca. 20 Jahren Trader und entwickle seit vielen Jahren meine eigenen Trading-Strategien. Aber diese enorme Weiterentwicklung, wie wir sie im letzten Jahr erlebt haben, die hätte ich alleine nicht in 5 Jahren geschafft. An der Stelle vielen, vielen Dank an alle meine Teilnehmer. Egal, ob ihr nun aktiv unsere Systeme verbessert habt oder einfach getestet oder angewendet habt, ihr habt dabei geholfen, diese Strategien zu verbessern oder robuster zu machen. Es gab viele Herausforderungen. Denn nur weil die Bots auf meinem Server funktionieren, heißt das noch lange nicht, dass sie bei jedem Broker und jedem Server genauso laufen. Erst durch das Feedback meiner Teilnehmer konnten wir die Software universell stabilisieren und verbessern, aber auch die Regeln optimieren. Viele Fehler und Hindernisse, die konnten überhaupt erst identifiziert werden, auf die ich vielleicht erst in den nächsten Jahren gestoßen wäre. Gemeinsam, da konnten wir einige Kopfnüsse lösen, welche unsere Art des Tradings noch viel profitabler macht. Und das war definitiv mein Learning für 2022. Alleine im stillen Kämmerlein an seinen Strategien arbeiten und glauben, man müsse diese geheim halten, das ist ein Fehler. Eine Gemeinschaft, wo alle das Gleiche wollen und ihren Mehrwert in den Topf werfen, das macht einen erst wirklich stark. Einzelgänger, die haben es deutlich schwieriger oder brauchen deutlich länger. Und Zeitersparnis, das ist bei mir ein ganz großes Thema. Deswegen handle ich auch mit Trading-Bots und versuche so viel wie möglich zu automatisieren. Wie hat sich unsere Strategie 1 entwickelt? Unsere Strategie 1 und der dazugehörige Robot haben im Vergleich zur Strategie 2 wenig Veränderungen erlebt. Sie ist bereits sehr profitabel gewesen und konnte in 2022 zeigen, dass sie auch schwere Marktphasen ohne Probleme übersteht. Hier ging es mehr um Software-Stabilitätsupdates und kleinere Verbesserungen in den Settings. Hier ist einmal das Ergebnis, wie die Strategie 1 seit dem 8. Februar 2022 eingestellt war. Das Ergebnis im Nasdaq vom 01.01.2022 bis 01.01.2023 ist hier bei 3% Risiko, 58% Gewinn. Wie gesagt, das ist die alte Setting vom 8. Februar 2022. Selbst ohne eine weitere Anpassung für das Jahr war das Ergebnis grandios. Der Profitfaktor, der ist über 2 und der Drawdown unter 12%. Und hier das Ergebnis mit der neuen Setfile, welche seit dem September 2022 veröffentlicht wurde, vom 01.01.2022 bis 01.01.2023. Das Ergebnis, das ist einfach mal 116% alleine im Nasdaq bei 3% Risiko pro Trade. Unsere Strategie 1 beweist, dass sie das Zeug hat, schwierige Marktphasen gut zu überstehen und in den guten Marktphasen, nämlich den Trends, die Verluste schnell wieder auszugleichen und Gewinne zu machen. Allerdings hatten wir mit dem Robot einiges zu kämpfen. Wir brauchten verschiedene Stabilitätsupdates, damit die Trades auch zuverlässig bei allen Brokern und unter verschiedenen Bedingungen auch so platziert werden. Das hat uns das Jahr über sehr viele Nerven gekostet. Aber die Mühe war es wert. Und ich denke, ich spreche da nicht nur für mich, sondern auch für meine Teilnehmer. Ich werde diesen Robot im neuen Jahr mehr sich selbst überlassen und weniger eingreifen bzw. die Settings spontan verändern. Denn wenn ich nachträglich sehe, wie viel besser die Strategie performt hätte, ohne manuelle Eingriffe, durch das Verschieben der Stops und versuchen schlauer zu sein als die Regeln, dann ist das schon etwas enttäuschend. Kommen wir zur Strategie 2 und dem Robot 2. Dieser war Anfang 2022 eigentlich nur für halbautomatisches Trading gedacht. Das heißt, wir mussten dem Robot genau sagen, wann er aktiv werden darf und wann nicht. Und genau dafür ist auch jetzt noch hauptsächlich zu verwenden. Allerdings haben wir es inzwischen geschafft, auch diesen zu vollautomatisieren. Jedoch lediglich auf dem H1-Timeframe und nicht so aggressiv, wie wir es sonst halbautomatisch machen würden.
Das schaffen wir dann doch nur, wenn wir als Trader die Zügel in der Hand behalten. Dennoch bin ich echt überrascht, wie gut dieser Robot bereits in der vollautomatischen Setting arbeitet. Die Vollautomatisierung, die ist erst Ende November 2022 fertiggestellt worden. Dies war innerhalb der Marktphase, wo der Nasdaq sich in diesem Jahr wirklich am schlimmsten verhalten hat. Aber dennoch konnte das Jahresergebnis im Nasdaq voll überzeugen. 1.1.22 bis 1.1.23, da wäre das Ergebnis bei 3% kollektiven Stop-Loss satte 310% Gewinn. Allerdings ist mit dieser Setting der Drawdown auch etwas zu hoch bei 36%. Bei dieser Strategie, der wird versucht, möglichst schnell den Trade in den Gewinn zu sichern, dann aber einen Pulk an Trades zu pyramidisieren und einen deutlich größeren Gewinn zu erzeugen. Dabei entstehen zwangsläufig viele kleine Verluste, bevor der nächste größere Move wieder einen saftigen Gewinn erzeugt. Aber auch mit der Setting ohne Trade Pool, also mit nur einem Trade zur Zeit, ist das Ergebnis sehr stark. 2022 hat dieses Setting 57% Gewinn erzeugt mit einem Profitfaktor von 1,88 und einem Drawdown von ca. 12%. Aber das Herzstück von Kaspari Trading sind die Pyramiden auf kleineren Zeiteinheiten unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation und Anwendung der Markttechnik. Dieses Thema ist natürlich etwas umfangreicher, aber auch elementarer Teil unserer Trading-Ausbildung. Auf jeden Fall lässt sich derselbe Bot eben auch für die sensationellen halbautomatischen Pyramiden verwenden, um innerhalb kurzer Zeiträume überproportional zu performen. Und dies habe ich im vergangenen Jahr am liebsten gemacht. Denn speziell schnelle und impulsive Märkte sind dafür sehr gut geeignet. Mein YouTube-Kanal. Alles, was ich in Bezug auf das Trading für wichtig erachte, behandle ich auch hier bei YouTube. Und wie es aussieht, kommt das auch sehr gut an. Innerhalb eines Jahres bin ich von 0 auf über 1300 Abonnenten gestiegen, mit wirklich tollem Feedback. Unter jedem Video, da gibt es super freundliche Kommentare und konstruktiven Input. Auch das Verhältnis der Daumenbewertung ist sensationell. Oftmals sind es nur 1 bis 3 obligatorische Daumen runter und über 100 nach oben. Dafür kann ich einfach nur Danke sagen. Ich freue mich extrem über dieses sensationelle Feedback und es zeigt mir, dass meine viele Arbeit nicht umsonst ist und ihr den Mehrwert auch zu schätzen wisst. Genau da werde ich für euch auch dieses Jahr weitermachen. Ich will für euch einfach sehr guten Trading-Content produzieren. Ich will keine Inhalte hinter einer Paywall verbergen. Ihr bekommt alles, was ich weiß und mir über die Jahre aufgebaut habe, umsonst. Auch exklusive Ausbildungsvideos sind kostenlos im Free-Member-Bereich auf meiner Seite zu finden. Wofür man bei Kaspari Trading bezahlt, ist der Zugang zum Premium-Bereich, wo meine beiden Haupt-Trading-Systeme liegen, samt der Robots, den entsprechenden Erklärvideos, den Zugang zum Mitgliederforum und regelmäßigen Webinaren und deren Aufzeichnungen, die Weiterentwicklung und Updates und natürlich den persönlichen Support. Aber wenn ihr nicht Premium-Mitglied werden wollt, dann ist das auch kein Problem. Ihr bekommt hier bei YouTube bereits alles, was ich über das Trading weiß, gratis. Und ich werde jetzt hier auch nicht permanent Werbung für meine eigene Sache machen. Ich weiß selber, dass sowas nervig ist. Im neuen Jahr geht es also genauso weiter, wie das letzte Jahr aufgehört hat. Ich freue mich darauf, das Thema Trading im deutschsprachigen Raum auf ein neues Level zu heben und würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Ich habe nur eine Bitte. Liked jedes Video und schreibt mir ab und zu einen Kommentar, damit ich weiß, dass ich noch auf dem richtigen Weg bin. Ich wünsche euch ein sensationelles, erfolgreiches Jahr 2023. Bis zum nächsten Video.